So, hallihallöchen Leute und herzlich willkommen wieder bei Black Mesa. Ja, ich habe hier beim letzten Mal gestoppt habe ich hier, nicht geshoppt. Heute ist Dienstag, also das heißt, heute kommt dieser Part auch raus, deswegen sind es auch wieder nur 15 Minuten, denn das muss langsam wieder rausgehauen werden. Und, Moment, ich muss einmal kurz an meiner Maus ein bisschen rumfummeln, dann funktioniert die auch wieder. Ja. Gut, die Framerate ist jetzt mal dahingestellt, dass die nicht so gut funktioniert. Soll halt vorkommen. So. Und ich sehe schon, komm, ich bricht alles zusammen. Boah, ah, da bleibe ich hängen. Perfekt. Und ich wette euch, das bricht zusammen. Wetten? Oh, da gehe ich nicht rein. Ich will diese Viecher nur ungern treffen. Ich spring da rüber. Nein! Nein, 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 jetzt bin ich wegen dem Typen mir reingefallen. Boah, ich will die Viecher doch nicht bei mir haben. Ah, na super. So, ich glaube, gute Zweitwaffe war das hier noch. Also die Pistole. Muss man gerade ein bisschen pfeifen. Wo muss ich hierher? Wo muss ich denn eigentlich her? Oh. Wo muss ich denn her? Ich würde hier gerne hier hoch, aber irgendwie geht das nicht, oder? Doch! Es funktioniert! Ja, oder auch nicht. Oh, da kommt gleich weiter! Fuck! Waren das beide? Waren das beide? Ist es das gewesen? Na, scheint so, ne? So, wie kommen wir jetzt hier weg? Erstmal auftauchen! Schnell! Schnell! Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier wegkomme, aber das kriegen wir wohl schon noch raus. So, hier haben wir die zwei. Nö, nö. Ach ja, wie wäre es dann einfach, wenn wir hier drauf gehen? Ich bin schlau. Nein! Okay, wir müssen. Nee, dahin. Ja. Oder runterfallen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Runterfallen ist, glaube ich, immer die beste Idee, die man haben kann. Also. Es ging jetzt immerhin noch recht schnell. So, dann gehen wir hier um die Ecke. Natürlich ist hier Wasser, das habe ich schon gesehen. Ja. Und wir machen mal ganz schnell das Holz kaputt. Ich weiß nämlich nicht, was hier unten drin ist und ich will es wissen. Ah! Ah, ja, das ist natürlich gut zu wissen, dass man hier hoch konnte. Beziehungsweise nicht hoch konnte, aber gut, egal. Man muss ja mal alle Wege ausprobieren, die man hier so sieht. Und den Weg hatte ich halt noch nicht gesehen. So, wir speichern mal. Gut, ja, dann haben wir das noch gerade noch überlebt. Nein! Ach, sprinten! Sprinten! Ja, wenn manche Kletterpassagen gut funktionieren, beziehungsweise manche Springpassagen, oder? Oder können wir doch dadurch? Ja. Generator Room. Was haben wir denn hier noch rumkrebsen? Den G-Man. Er lässt sich davon einfach nicht beeindrucken. Der G-Man. Ich habe da gerade schon was gesehen beim Hochhüpfen, genau. Das meinte ich. Nein, 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 nein. Ich bin weg. Es gab auch noch einen anderen Weg, oder nicht? Ich glaube, es gab noch einen anderen Weg.
Der ging noch. Ach nee, hier konnte man ja gar nicht hoch. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich erst später hin. Dann nehme ich natürlich wieder ein paar andere Waffen. War doch noch was, oder nicht? Ja, da war noch was. Na komm. Zeige dich. Oh, haben wir jetzt mit einem Schuss getötet? Cool. So, Handy ist aufgeladen. Hat gerade mal vibriert. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Aber egal. Ich hätte gesagt, wir gehen mal hierher und tauschen natürlich mal die Waffe. Ich würde doch eher zur Shotgun tendieren, stimmt. Einmal nachladen. Was finden wir hier oben? Noch nichts. Da können wir nicht durch. Hier können wir nicht durch. Und da ist ein Kollege, den wir nicht haben wollen. Aber da können wir durch. Ach, guck mal hier einer an. Guck doch mal einer an. Hier ist Munition. Für die kleine Präzisionswaffe, sozusagen. Och, noch mehr. Ach, brauche ich gar nicht. Hier ist überall was drin, also hat sich das gelohnt, die Munition von der Schrotflinte zu nehmen. Außerdem haben wir davon eh noch genug. Ich will raus. Okay, ab nach oben. Das heißt, was müssen wir hier tun? Da am besten nicht durchfallen. Natürlich. Und dann... Generator start. Ich kann mich noch dran erinnern. Aus dem letzten Teil. Ja, genau. Allerdings ist es hier nicht gleichmäßig. Ach, du Scheißendreck. Und da würde ich gerne drankommen, aber ich glaube, ich probiere erstmal generell da durchzukommen. Nein, wenn das gerade raus, also wenn es gerade wieder hoch geht, dann muss ich da reinspringen. Genau. Und dann. Nein! Ach, verdammt. Okay, ich denke mal, das kann wieder ein bisschen. Was heißt wieder? Also, das könnte ein wenig dauern, denn da muss man wirklich ein gutes Timing für haben, denke ich. Da braucht man, glaube ich, echt einen guten Zeitpunkt, wenn man springt. Was? Ach. Das muss unbedingt ein bisschen höher sein, sonst kommen wir da nicht weiter. Da muss ich jetzt mal drauf achten. Es ist natürlich auch gefährlich, dass wir dann gar nicht mehr weiterkommen, weil wir dann zerquetscht werden. Aber wir haben ja recht viel Zeit, also in der Theorie jedenfalls. So, gehen wir mal runter. Und springen! Ja! Und springen! Und springen! Yes! Wir haben es geschafft. Was? Hui! Wir haben's geschafft. Oh! Lag! Lag! Immer noch gut gewesen. Ach ja, komm. Das war doch kein Gegner. Na komm her. Na komm her. Naja, leider nur einen erwischt. Aber hey, immerhin ein. Ich meine mich auch hier an erinnern zu können. Genau das. Nein. Nein, 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 das sind zu viele. Dafür bin ich zu blöd. Da habe ich nicht die richtige Reaktion für. Oh, das waren doch mehr, als ich dachte, dass es sind. Also damit hatte ich dann doch nicht gerechnet. Dass es so viele sind. Haha, ups. Gut. Die Munition können wir aber gebrauchen. Und das Leben, ja okay, komm. Die drei füllen wir uns auch noch gerade auf. Was soll es denn? Es wird wohl schon gut so sein. Wir werden es vermutlich brauchen. Ach ja, genau, da ging es so weiter, oder? Ja, genau. Lass mich rein! Hi!
Gordon Freeman, it is you, isn't it? Ja. The science team has been tracking your progress with the Black Mesa security system. Unfortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Okay. So weit, so gut. Okay, dann, boah, dann machen wir uns da noch durch jetzt in dieser Aufnahme. Und dann schauen wir mal. Dann sollte es eigentlich auch schon reichen für heute. So, wir speichern mal, denn wir haben immerhin jetzt diese Monster da überlebt. Dann gehen wir mal. Boah, das Problem ist, es ist manchmal so schön am Laggen, da geht gar nichts mehr. Boah, drei Schüsse, das ist ja, das war arm. Ja, uns geht's aber immer noch recht gut, finde ich. Das kann man doch machen. Nachgeladen haben wir. Ja, das ging doch gut. 94 und 47. Ja, bin ich zufrieden mit. Ich meine, wir haben Half-Life 1 ja schon mit weniger Leben beendet, kann man sagen. Nicht nur beendet, sondern auch weniger gespielt. Besonders in dem Bereich von Xen, wo wir ja hier gar nicht hinkommen werden. Aber gut, wir sind hier durch. Das ist schon mal was Positives, würde ich sagen. Geht's hier umher? Nein. Geht's hier irgendwo her? Vielleicht. Wir nehmen mal die Pistole als Zweitwaffe. Die kann man ja auch schnell ziehen, ne? Das wissen wir ja. In jedem guten Ego-Shooter heißt es, erst die Pistole ziehen, dann der Rest. Oder halt, je nachdem, wie man es sehen will. Und hätte ich jetzt eben gerade schon gestoppt, dann wären wir beim nächsten Mal direkt wieder in den Ladescreen reingelaufen. Ich glaube, so eine Minute mache ich noch. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Sind ja eh immer schöne Aufnahmen. Also, ist immer eine schöne Abwechslung zum tristen Alltag. Allerdings ist im Vorhinein aufnehmen halt viel einfacher. Das kennt man ja. Und nochmal, um auf Xen zurückzukommen. Das ist ja in Black Mesa so in der Modifikation ja noch nicht drinne. Daran wird ja noch gearbeitet. Und ich bin echt gespannt, wie geil sie das umsetzen werden. Wer weiß, wie lange es noch hoffentlich sich warten lässt. Vielleicht 5 Jahre? Naja. Vielleicht auch 4. 3/4. Okay. Top Secret, aha. Vielleicht sollte man auch schießen, wenn man schießen will. Hier ist soweit nix. Was? Noch einer! Boah! Hilfe! Was soll das denn hier? Die können doch nicht einfach von beiden Seiten kommen! Das geht doch nicht! Boah! Erst den Knopf drücken, dann in den Aufzug. Das ist die perfekte Kombination, oder nicht? Freeman, right? I got a message for you. Make sure you don't... What the fuck? Ja, er hat eine... What the fuck? Was bist du? Warum bist du so schnell? Das macht mir Angst. Aber... ich würde auch sagen, wir stellen uns diese Herausforderung erst beim nächsten Mal, also morgen, so weit, so gut. Wir schauen mal, was wir dann noch kriegen. Wir kommen eigentlich recht gut voran in den 15 Minuten, finde ich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!